Boah, ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, so einen goldenen Keeper zu tamen. Schon 10 Minuten oder so. Musst du erstmal einmauern und dann einen ganz kleinen Schlitz freilassen. Einen ganz kleinen Schlitz mal freilassen, der das zulässt. Ja, durch den man den tamen kann. Na, das nächste Mal, wenn ich den sehe, wisst ihr Bescheid? Hier, Glöckchen, ne? Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Uff, nein, wir wollen nicht zurück, wir wollen weiter nach Süden. Ich frage mich, wo... Ich frage mich, wo die Bäume wachsen. Ob die überhaupt hier wachsen, diese Wild... Wie war das? Wildwood? Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwo in einer Art Savanne oder sowas wachsen könnten, aber sowas haben wir hier nicht. Oder ist was Gelbes, das könnte vielleicht eine Kiste sein, wenn es nicht gerade ein Schwein ist. Weil unser Inventory auch voll ist, wir könnten uns langsam mal zurückporten. Nö, ist natürlich ein blödes Schwein. Hässliches Schwein. Du hässliche Sau. Komm, stirb. Sterbi. Das wäre natürlich auch richtig geil. Da oben mal zu wohnen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Da oben mal zu wohnen, so auf so einer Schneespitze. Aber wenn das nicht so arschkalt wäre da oben, da frieren einen ja die Nüsschen ab. Ne, die da unten. Da unten. Nee, komm, ich sehe keinen Sinn mehr da drin, hier noch weiterzulaufen. Ich glaube, Wildwood ist hier... Finden wir hier nicht. Wir haben das Ding umsonst gekauft. Arschlecken. Aber guck mal hier, Inseln können auch hier fliegen. Na, von wegen fliegen die irgendwo dran. Das sieht geil aus. Der Drachenfels oder sowas. Das sieht richtig geil aus, finde ich gerade. Und wenn wir jetzt näher rangehen, ja, ach, Arschlecken. Jetzt wächst er wahrscheinlich noch hinten zu, je näher wir rangehen, ne? Oder bleibt... Ne, das Loch bleibt bestehen. Schön. Richtig geil. Oh, hier ein Häuschen hinbauen. Boah, dazwischen unsere fliegende Insel. Boah, wäre das geil. Dazwischen unsere fliegende Insel und dann von hier aus gucken. So, das wäre so geil, wäre das. Ich glaube... Nein, hier nicht. Doch hier. Ich glaube, ich werde das mal angehen. Da ein Glas hin, wir haben eine Verbindung. Und das Ding hier war das, ne? Ingeus Rock. Genau, da haben wir auch eine Verbindung. So, dann brauchen wir auch unseren Ruhestein, um es in WoW-Sprache zu sagen, nicht einsetzen. Oder gehen wir jetzt einfach weiter? Das sieht so geil aus hier. Ich bin richtig verliebt in diese Landschaft. Wenn ich jetzt hier eine Säule hochbauen würde... Moment, Sterbi! Hau ab! Baum, geh weg! Wenn ich jetzt hier eine Säule dazwischen hochbauen würde und da diesen Stein, diesen Klotz dann draufsetze. Für die fliegende Insel, das wäre so geil. Ich will hier wohnen. Ohne Scheiß, ich will hier wohnen. Das ist mir egal, ob die fliegende Insel hier unten alles ausrottet mit Wasser oder so. Das ist mir völlig egal. Ich will hier wohnen. Hier zwischen. Und dann werde ich den ganzen Tag bei unserem Teleporter stehen und grinsend doof durch die Wäsche, aus der Wäsche gucken. Was willst du denn? Ach Gott, ich glaube, ich habe Ego-Probleme, dass ich solche Sachen vorhab. Ne, das ist toll, das sieht geil aus, bestimmt. Mit Sicherheit. Dafür müssen wir aber erstmal Wildwood finden, fuck it. So, oh, tschüss, schöne Welt. Ah. Na, gleich nehme ich 3 Stunden auf. Ich glaube, ich sollte mal eine ganz kleine Aufnahmepause machen, so bis nächste Woche oder sowas. Ich werde hier echt größenwahnsinnig, was ich hier vorhabe. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, komm schon, bau dich endlich auf, du Scheißwelt. Hui. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, was wir da geplant haben. Also, Größenwahnsinn trifft es, glaube ich. Nochmal so angucken, das Ding. Ey, wo ist es? Bin ich blöd?
Wo ist es? Wo sind die Linien hin? Ach, da sind sie. Wenn ich mir so dezent überlege... Nee, komm, das muss wirklich zwischen diesen beiden Bergen sein, da wo wir es abgemessen haben. Ich hole das Ding jetzt auch mal da ab. Nicht, dass es in der Aufnahmepause dann einfach mal verschwindet oder sowas. Oder ich nächste Aufnahme nicht mehr dran denke, dass das Ding noch da oben ist. Das Blueprint. Ah, Gott, wie sind wir überhaupt da hochgekommen? Eine Sache, die ich machen muss, ich muss einen Teleporter da reinstellen, definitiv. Hier brennt doch schon wieder irgendwas. Das nicht hier drin. Oh, hier brennt nix. Hier will mich was ficken. Komm, hau ab, du Arschloch. Verpiss dich. Verschwinde. Hui, wir fliegen schöner. Chapterab. Dam. Scheiß Viecher. Hui, mitten am Tag greifen die schon an. Kein Anstand, die Viecher hier. Oh. Naja. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie nach Ego-Problemen aussieht, von der Größe her. Mm-mm. Aber trotzdem möchte ich das da drüben haben, wo es hingehört. Aua, au, au, au. Jetzt soll ich mal aufpassen, wo ich hintrete. Ich glaube, ich... Keeper. Ich habe ihn gesehen. Und den hole ich mir noch. Oh. Und der Golden Keeper hat ja vorhin was gedroppt, was wir jetzt gerade sehr gut gebrauchen konnten. Oh, hoffentlich ist das wieder ein goldener Keeper. Bitte, bitte, bitte. Wo war der? Hier irgendwo, ne? Irgendwo in diese Richtung. Vielleicht da drunter? Nee, ne? Bitte irgendwo in dieser Richtung. Ich will diesen Golden Keeper nochmal sehen. Wo ist die Sau? Wo ist das Ferkel? Golden Keeper, Golden Keeper, Golden Keeper, bitte, Golden Keeper, bitte, 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 bitte. Nicht Silber, nicht normal, Gold. Bitte, bitte, Gold. Keeper? Hallo? Oh, ein Babykrebs. Hui, Babykrebs, Babykrebs, Babykrebs. Uiuiuiui, du bist so putzig. Hui, hallo, hallo, warte doch mal. Pam! War ich nicht. Der ist mir reingesprungen. Da wartet seine Mutter auf dem Felsen, oder was? Ich glaube, da schwimmen wir mal außen rum. Das könnte ein bisschen gefährlich werden, da unten in einem Stinkeloch. Hätte Gronkh das nicht gebracht, hätte ich jetzt gesagt, das ist der Arsch der Welt, aber das lassen wir lieber. Ich möchte ja nichts nachmachen. So, wo ist der Keeper? Hier glänzt auch nichts mehr. Bitte, 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 Keeper. Bitte, Golden Keeper. Bitte, bitte. Nee, ich sehe keinen. Er ist weg. Er ist davongezogen. In die Ferne. In eine andere Welt. Wir werden nie wieder was von ihm hören. Okay. Nun gut, dann werden wir uns jetzt langsam mal zurückbegeben. Ja. Dann werden wir uns jetzt langsam mal zurückbegeben und werden in unserem Häuschen gucken. Was ist dort? Ach genau, die Arctec-Scheiße wollten wir noch bauen. Und den Tok da vorne möchte ich bitte aus dem Weg gehen, weil ich habe jetzt keinen Bock auf einen Kampf mit dem. Zumal unser Charakter schon so extrem angeschlagen ist. Hau ab. Unser Charakter ist einfach zu sehr angeschlagen, als dass wir uns noch auf einen Kampf mit dem einlassen könnten. Das ist so eine Verarsche, ist das doch, oder? Jetzt blinkt der wieder, oder was? Ist der hier? Hinter? Eine Entfernungsanzeige wäre nicht schlecht. Irgendwo hier soll das sein. Jetzt hänge ich schon wieder an dem dran. Alter, ich will... Ich will eine Aufnahmepause machen. Ich will die Aufnahme beenden und jetzt hänge ich schon wieder an dem Scheißviech dran. Irgendwie bin ich inkonsequent. Ah, wenn es wenigstens...
Wenn es wenigstens auf dem Radar sichtbar wäre, ob es ein Goldner ist oder nicht, dann würde es sich wenigstens lohnen, nach dem Viech zu suchen. Wo ist das Scheißviech? Gut, egal. Ich baue jetzt noch die Torches und die Grand Lantern und Grand Architect Chest. Und dann werde ich die Aufnahmepause machen. Die Aufnahme beenden erstmal. Das, was ich jetzt am Videomaterial habe, sollte eine Woche reichen, so ein bisschen. Ja. Das sollte alles reichen. Ich will nur wissen, ob es funktioniert. Was? Was laber ich hier schon wieder für eine verfickte Scheiße? Nee. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte, Grand Lantern, ist die das? Grand Architect Lantern. Einmal die bauen. Your inventory is full. Fick dich. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist so eine Frechheit, dass als mein Inventory full ist, dabei habe ich nichts gemacht. Komm, die Scheiße schmeißen wir mal da rein. Oh, die Redwood Wall. Die wird noch interessant werden. Grand Architect Lantern. Einmal bauen. Lernen wir nichts weiter? Arctic Lantern. Grand Arctic Torch. Wenn wir die bauen, lernen wir auch nichts weiter. So, jetzt noch die Grand Arctic Chest und dann bin ich zufrieden, wenn wir da auch nichts weiter lernen. Dafür brauchen wir noch einen Cloak of Goo. Gucken wir uns die Scheiße dann an, wie es aussieht und... So, Blob of Goo müssten wir in der Kiste drin haben. Ach so, 2-3 Stück haben wir. Your inventory is full. Fick dich. So, das Ding da rein. Das Ding da rein. Jetzt brauchen wir das wahrscheinlich. So. Na komm, 2 Dinge haben wir jetzt. Was? Blob of Goo war das? Genau. So, und die Grand Architect Chest. Zack, eine gebaut, 2 bekommen. Nein, wir haben nichts weiter gelernt. Das ist alles... Ja, wir haben nichts weiter gelernt. Also können wir das jetzt so ruhig in Angriff nehmen. Wo ist die Grand Arctic? Das ist die normale Arctic Chest. Hier ist die große arktische Chest. Arctic? Arktisch? Nee, arktisch eigentlich nicht. Das hier ist die... Was ist das? Das ist die große Fackel. Wie sieht die denn aus? Toll. Sehr groß. Hätte ich mir sparen können? Das Ding ist geil. Und die Chest, naja, ist halt eine Chest, ne? Wie viele Plätze hat die denn? 24. Was hat die kleine? Also die normale Arctic Chest? Arctic Chest, Alter. Was hat die an Plätzen? Auch 24. Also hätten wir uns das sparen können. Das ist also rein nur die Form. Die müssten aber 18 oder so haben. Ne, 20, okay. 4 Plätze mehr und wir können uns aussuchen, wie sie aussehen wird. Ich würde mich dann doch für die entscheiden, weil die doch günstiger ist ein bisschen. Da können wir gleich nochmal nachgucken. Und die hier, naja. Kostet, glaube ich, auch das gleiche wie die kleine. Ja, komm, die ist doch um einiges günstiger. Allein wenn ich überlege, wie viel Arkstones die kleine kostet, dann nehme ich doch lieber die. Sie hat immerhin genauso viele Plätze wie die große. Vielleicht wird es irgendwann mal geändert, aber... Hoffen wir mal nicht. So. Ihr kommt wieder mit ins Inventory und ich gehe jetzt nochmal runter zu unseren Tierchen, zu unseren Lieben. Ach, halt. Bevor ich es vergesse. Gott, ich bin so inkonsequent. Das können wir hier machen. Dafür muss man nicht unbedingt unter die Erde gehen. So, was haben wir denn hier? Wenn ich das Ding da drauf setze, dann bekommen wir Seeds, ja! Und da bekommen wir dann auch Seeds. Ach, ist das geil. Ach, mir kommen die Tränen. Da bekommen wir Pigmente, die sind mir ehrlich gesagt scheißegal. Dann wissen wir auf jeden Fall für die nächste... So. Und... So, dann wissen wir für die nächste Aufnahme, wir haben Seeds, wir können Felder anlegen. Wenigstens etwas... Wenigstens eine Kleinigkeit, die uns der Scheiß jetzt hier eingebracht hat. So, und das hier kommen weg, die Fackeln überm Tisch. Und da werde ich jetzt, die Lantern. Ist das hier die Lantern? Nee, Quatsch, die Torches, die werde ich jetzt da hinhängen.
Einfach weil es schön ist. So. Einfach weil es schön ist und schön macht. So. Und wir beenden jetzt diese Aufnahme an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt schon total unfreundlich. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart, natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.